Das Manly Wasp. Das ist ein kleines, führiges Taschenmesser von der Firma Manly, das sich wirklich sehen lassen kann. Wenn du wissen willst, was dieses kleine Teil kann, wo die Vor- und Nachteile liegen, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossum vom Survival Shop Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Manly Wasp. Ein kleines, feines Taschenmesser, das ein Zweihandöffner ist, ausgestattet mit einem Deep Carry Clip. Das heißt, wenn du das jetzt zum Beispiel in der Hose, im Hosensack, den ich dir jetzt da unten nicht zeigen kann, aber hier jetzt zum Beispiel im Hemd tragen willst, dann hast du den Vorteil, dass dieses Messer wirklich sehr gut versteckt ist. Es steht nichts raus, man merkt das im Endeffekt auch gar nicht, dass es ein Messer ist. Das ist sehr praktisch, viele Leute mögen das. Und es ist so, dass du das auf beiden Seiten ummontieren kannst. Da ist da ein kleines Loch, rausschrauben und es geht. Leider ist es nicht auf die andere Seite, das heißt, dass du Tip-Up oder Tip-Down tragen kannst, das geht leider nicht, aber so ist die Welt. Zwei-Hand-Öffnen-Mechanismus und das ist es im Endeffekt. Hölle scharf, wirklich Hölle scharf, also es ist kein Spaß. Ja? Das ist kein Messer, wo ich sage, naja, das kommt vom Werk irgendwie grauslich, überhaupt nicht. Also ich habe das jetzt schon länger im Test, das ist auch ein Ergebnis von meinen Langzeittest, ist vielleicht jetzt übertrieben, aber von den Monatstest sozusagen. Und ich kann dir nur sagen, es war ab Werk massiv scharf. Es lässt sich sehr gut nachschärfen und es hat schon was. Es gibt dieses Manly Wasp, Kamera bitte scharf schalten, danke schön, in unterschiedlichen Stahlsorten und Stahlmöglichkeiten. Ich gebe dir unten den Link in meinen Shop, schau dir das ganz einfach an, wenn dir das interessiert. Der Klingenrücken ist scharf, das heißt Feuerstahlbedienung ist überhaupt kein Problem, das ist überhaupt wirklich kein Thema und noch was. Ich habe schon einmal ein Manly, das Patriot, vorgestellt. Gebe ich da oben den Link. Dieses Messer, dieses Patriot, das ist einfach absolut höllescharf. Das ist ein Wahnsinn. Aber es ist halt ein Fixblade, also ein feststehendes Messer. Kann man nichts einklappen. Und das ist halt immer so eine Geschichte. Ja? Speziell, wenn du unterwegs bist in der Stadt und mit einem feststehenden Messer, es kommt irgendwie komisch. Das hier ist eben ein Zweihandöffner und ein Taschenmesser. Und ich weiß nicht, ja, also momentan in Deutschland sicherlich gar kein Problem und weiß ja nicht, was da noch alles kommen wird. Unter 6 cm ist es halt nicht, aber so ist die Welt. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, das ist kein Spaß, das ist nicht irgendein Scheißmesser. Ich habe das Wort gesagt, aber das ist kein Scheißmesser, sondern das ist etwas, mit dem man wirklich vernünftig arbeiten kann. Und das wird dir Spaß machen, wenn du darüber nachdenkst und dir dieses Manly Wasp als Taschenmesser checken willst. Also das macht wirklich Spaß, das kann sich sehen lassen und das taugt man ganz einfach. Was natürlich nicht geht, und das muss uns jetzt einmal klar sein, es geht halt nicht alles. Ja? Es geht kein Batonieren, es geht kein Spalten, das ist ein EDC-Messer, mit dem man Kleinigkeiten erledigen kann. Klingenrücken ist extrem scharf, das heißt, du siehst, ich kann hier, könnte auch den Feuerstahl bedienen. Wenn ich jetzt mit dem Power Cut... einen ausgetrockneten Haselstecken zerlegen will, weil ich es einfach kann mit dem Messer, dann macht das auch irrsinnig Spaß. Klinge ist ein bisschen, also die Klingenform sozusagen ist ein bisschen drawpointig, ich weiß es nicht, ist mir aber auch alles vollkommen egal. Ist sehr, sehr praktisch, ist sehr, sehr schnittig, taugt mir ganz einfach. Eine Sache noch. Ich weiß, dass viele sagen, naja, das ist so ein Rumänenmesser und das kann nichts und ich weiß ich überhaupt und sowieso. Ich habe Manly jetzt zum Beispiel dieses Wasp einige Monate im Einsatz. Ich habe auch das Patriot schon einige Zeit im Einsatz und ich kann dir eines sagen. Nur weil es aus Rumänien kommt, heißt nicht, dass es schlecht ist. Und das hier ist Qualität, die über chinesischen Verhältnissen liegt. Ich will nicht sagen, dass Chinesenmesser klumpert sind, überhaupt nicht. Es gibt viele, die echt ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Aber weil halt immer wieder die Frage ist, naja, Manly, ja, das ist überteuerter Europäer, aus der EU irgendein Rumäner-Scheiß. Nein, überhaupt nicht. Ich habe heute ein bisschen Fäkalsprache, tut mir leid. Nein, überhaupt nicht. Du kannst hier wirklich ein Messer zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis erwerben. Gib da unten den Link in meinen Shop oder auf Amazon, überleg dir das ganz einfach, wie du das am liebsten hast. Und ich sag dir, du wirst eine Freude damit haben. Ich meine, wenn du es dir kaufst und es liegt dir irgendwie nicht gut in der Hand, dass du sagst, es ist mir zu kurz oder zu klein oder zu groß oder... weiß ich nicht, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber wenn du sagst, es liegt gut in der Hand und es gefällt dir, dann wirst du aufgrund der Möglichkeiten, die es hat und auch der Schärfe, die es hat und des Bisses einfach begeistert sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Was es auch hat, ist eben diese Schleifkante.
zwar sehr, sehr klein und das finde ich auch sehr gut, dass die nicht allzu groß gemacht haben. Da steh nicht drauf. Du kannst sehr weit nach vorne gehen, wie du hier siehst. Du bist da gleich. Also die Kontrolllinie ist sehr, sehr eng am Schliff. Du kannst sehr feine Arbeiten machen, weil es halt auch sehr, sehr scharf ist. Ich höre auf ins Reden, es ist einfach ein geniales Teil. That's it. Ich mag dich um Daumen nach oben oder nach unten bitten und natürlich einen Kommentar. Hast du das Manly Wasp? Was ist deine Erfahrungen damit? Schwärmst du auch? So findest du das cool und was sagst du überhaupt zu Manly? Schreib mal einen Kommentar, da würde ich mir sehr freuen. Link zu den Produkten findest du natürlich unten, so wie immer. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, Glocke drücken, für die neuesten Videos nicht vergessen. Ein paar andere Videos auch gleich anschauen. Vielleicht das Video zum Patriot. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.